Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Faktenvideo. Und heute haben wir mal einen Charakter, einen Nintendo-Charakter auf dem Zettel, der mir wirklich sehr am Herzen liegt, und zwar der gute Waluigi. Und zwar, bevor ich anfange, wollte ich nochmal mein Gewinnspiel mit den Nintendo 2DS XL im Pokémon-Design euch nochmal ans Herz legen. Bis zum Freitag, den 13., also noch 10 Tage habt ihr Zeit teilzunehmen. Ihr müsst Abonnent sein, die Glocke aktivieren und hier einen Kommentar schreiben, Leute. Ansonsten würde ich sagen, wir fangen an. Viel Spaß! Waluigis Auftritt war im Jahr 2000 bei Mario Tennis. Und zwar nur, weil Wario einen Tennispartner brauchte, weil im Tennis nun mal oft 2 gegen 2 gespielt wird. Leider bekommt Waluigi aber im Vergleich zu anderen Nintendo-Charakteren ziemlich wenig Aufmerksamkeit. Und er hat nicht mal ein eigenes Spiel. Und Leute, komm schon, wenn sogar Captain Toad sein eigenes Spiel kriegt, warum kriegt Waluigi keins? Weil wenn selbst Wario schon unzählige hat, warum nicht Waluigi? Wie dem auch sei, die Fans haben ein eigenes Spiel kreiert, was den Namen Psycho Waluigi trägt. Und es ist wirklich ein geiles Spiel, es ist umsonst, ich hab's in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist mit ganz eigenen Sprites, mit kreativen neuen Fähigkeiten und einer kleinen Story neben Waluigi. Checkt's auf jeden Fall ab. Der nächste Fakt sollte einigen schon bekannt sein, und zwar der Name Waluigi ist richtig gut durchdacht, und zwar auf mehreren Wegen. Erstmal teilt er die ersten 2 Buchstaben, nämlich W und A, mit seinem Partner Wario, was die beiden schon mal verbindet. Außerdem trägt er noch Luigi im Namen, was ihn ja mit dem Gegenpart von Mario, also Luigi, auch wieder verbinden würde, weil er der Gegenpart von Wario ist. Und dazu kommt noch, dass sein Name eine Ableitung von dem Adjektiv aus dem Japanischen Warui ist, was so viel wie böse bedeutet auf Japanisch, und Waluigi einfach nur übersetzt böser Luigi bedeutet, was einfach nur genial ist. Der dritte Fakt ist ziemlich interessant. Und zwar, wusstet ihr, dass Waluigi gar nicht von Nintendo entworfen wurde? Denn Nintendo ließ viele ihrer Third-Party- sowie auch Sportspiele von anderen Firmen entwickeln. Eine Firma war unter anderem Camelot Games, die damals Mario Tennis entwickelt haben, wo ja Waluigi seinen ersten Auftritt hatte. Und da sie halt einen Gegenpartner bzw. einen Mitspieler für Wario brauchten, haben sie dann Waluigi ins Leben gerufen, haben es Nintendo präsentiert, Nintendo hat das Ganze eingewilligt bzw. abgesegnet. Und somit ist Waluigi der einzige Charakter aus dem Standard-Mario-Roster, der nicht von Nintendo ist. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Waluigi so ein bisschen vernachlässigt wird, dass er bis jetzt noch in keinem Smash Bros. Aufgetaucht ist, dass er kein eigenes Spiel hat und dass er sonst nur in Sportspielen oder Mario Party Spielen auftritt. Vielleicht ist das der Grund, dass Nintendo ihn einfach nicht so liebt. Wusstet ihr, dass es keine offizielle Bestätigung von Nintendo gibt, dass Wario und Waluigi Brüder sind? Ja, Leute, es wurde noch nie von Nintendos Seite aus bestätigt, dass sie irgendwie ansatzweise verwandt sind. Was aber bekannt ist, dass sie exakt gleich alt sind, und weil Mario und Luigi sind ja der Gegenpart von den beiden, und da sie nun mal Brüder sind, kann man 1 zu 1 zusammenzählen, und man würde auch sagen, dass Wario und Waluigi Brüder sind, aber warum wurde das noch nie erwähnt? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Der letzte Fakt ist ein kleiner Funfact, und zwar wusstet ihr, dass Waluigi in 2 Spielen sogar die Hauptantagonistenrolle einnahm, beziehungsweise der Überbösewicht, einmal in Mario Party 3 und in Dance Dance Revolution Mario Mix für den Nintendo GameCube, wo Waluigi die Übermoves rausgedonnert hat. Guckt euch das mal an, wie geschmeidig der tanzt, Leute. Das liegt vor allen Dingen an seinem langen Körper, an seinen langen Gliedmaßen, dass er sich so geschmeidig bewegen kann. Ziemlich lustig auf jeden Fall. Ja, Leute, das waren 5 Fakten über Waluigi. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr welche noch nicht kanntet, beziehungsweise hat euch ein Fakt umgehauen, wie zum Beispiel der Fakt, dass Waluigi gar nicht von Nintendo ursprünglich kreiert wurde. Ansonsten mit dem Gewinnspiel, habe ich am Anfang schon erwähnt, einen Kommentar schreiben, Abonnent sein, Glocke aktivieren. Am 13., am Freitag, den 13., wird das Ganze aufgelöst. Ich bin damit raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.